Hallo und herzlich willkommen im Sportsmann auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde Bus Simulator 21. Ja, ich hoffe, euch geht es euch gut. Ihr seid alle gut drauf und habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der letzten Folge hätten wir ja probiert, West Oakwood nur aufzubauen. Jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Mal schauen wir mal, wie es uns in dieser Folge geht. Jetzt schon der sechste Versuch, den was ich mache, und immer wieder stürzt mein Spiel. Mal schauen wir mal, wie viel Material ich noch danach noch verwenden kann. Das heißt, wir schauen uns das Ganze in West Oakwood an. Die Station ist aufgebaut. Die Station bauen wir auf. Die Station ist aufgebaut. Die müssen wir nur. Und die ist auch aufgebaut. So. Das heißt, wir suchen uns unseren Disco-Bus. Dann werden wir mal einen Bus übernehmen. Hi Chef, möchtest du übernehmen? Hier jetzt mal Karten kontrollieren und du fährst. So, jetzt hat Fahrkartenkontrolle. Was? Ach so, hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mausi. Na klar. Hier, bitte. Hier. Einerseits gut und einerseits schlecht. Hi. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Ist das ein Tornado? So, machen wir Pause. Ah, toll, ja, danke. Ich frage mich, ob nach Spring of Affection noch eine Staffel kommt. Hoffentlich nennen sie sie Summer of Love. So, zwei Tag. Tschüss. Wohin geht's jetzt? 40.000 sind wenigstens besser als wir beim letzten Mal. Wenn man mehr gefahren sind. Danke. Nur hin, bitte. Jawohl. So, 23 die junge Frau. Danke. Sehr pünktlich, danke. Immer gern. Hi. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, logisch, mach mal. Lass mal eben schauen, was wir da hinten das abbekommen, weil ich glaube, ich hätte jetzt schon das Geld beieinander für einen Bus, aber
Danke. Aber... Ich habe meine Bewerbung als Fahrer abgegeben. In der Zwischenzeit bin ich einfach nur Passagier. Warst du schon im neuen italienischen Restaurant? Die haben tolle Salate und das beste Brot. Ein Fahrgast blockiert die Tür. Hoffentlich zu Vorteile, aber ich mag diesen doofen Leuchtturm. Er wird einfach zu hell und hält mich nach zu acht. Nach Chinatown. Die Prüfung war die schwerste dieses Jahr. Chinatown South. Haben wir mal wieder einen Rückstuhl vorher. Hi. Diese Woche brauche ich mehr als ein. Hallo. Diese Woche brauchst du mehr als eine. Nein, kriegst du mehr als eine. So, 9 Euro. 120 Euro. Nur hin, bitte. Normal, jawohl, Orpho. Und eine. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Sowieso, jetzt geht's da hin. Schokolade temperieren, aber ich habe in meinem Leben... Tageskarte, eine... Die Frische der Eier entscheidet. 4 Euro, die 60. Bitte schön. Fluffig, wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Hi. Servus, Pirtig. Schön, dass du von seit. Ein Bus kommt niemals zu spät. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Fokus, ist unmöglich unterwegs eingeschlafen. Okay. Wie bringst du ein Eichhörnchen nach? Beeile dich, eine hohle Nuss. Hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Moment. Hier. Klar. Hier. Hier ist sie. Hier. Bin ich schon kontrolliert? Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, Ding. Junge Frau Ding. Hier, bitte. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Immer wieder, immer ich wieder. Ich hab sie doch schon gezeigt. Okay, hier. So, junger Mann. Entschuldigung, aber wir haben da einen Vollgas gehabt, der hat... Danke. Say Thistle Avenue.
So. Tschüss, erst dann. Hey! Nur hin, bitte. Hi. €3,20. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einmal eine normale. Einmal eine einfache. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, wie schon, junge Frau, machen wir doch. 4,60 € für die Million und dann wünsche ich eine gute Fahrt. Ja, die Lampen muss ich noch einbringen. Ja, schauen wir, ob ich das irgendwie einstellen kann, dass das automatisch geht bei den Rollstuhlfahrern. So, jetzt pass auf, kriegen wir jetzt die und das heißt, ich brauche, kommt mir nur da die wo rote die da unten. Laut Filmen sollten wir die schon haben. 12 Minuten. Ja, warte, fahren wir jetzt die Runde nur. Ich würde sagen, beim Highlander Park eigentlich nicht so aufpasst, wie das genau vollstatten gegangen ist. Aber macht nichts, umso mehr dass wir fahren, umso hinter kriegen wir die Mission zusammen und umso mehr Geld kriegen wir, also können wir auch am besseren Bus kaufen. Meine Freundin sagt immer, ich wäre genauso wie Consuela aus Spring of Effect. So. Schauen wir gleich, ob wir da was verkaufen können. Ein Ticket. Ich habe mir kürzlich selbst ein Benjo. Nur hin, bitte. Der Benjo-Typ ist wieder da. Ist der Geiste. Wenn alles klappt, ist das mein letztes Semester an der Uni. Dann bin ich ein qualifizierter Business-Yuppie. Jetzt haben wir einen Verkehr beieinander. Ein bisschen. Fahrgast muss aussteigen, oder verschlafen oder was? Hier. Bei der Gelegenheit kontrollieren wir gleich du. Augenblick. Hier ist sie. Augenblick. Na, da. Hier, bitte. Oh nein, ich hab sie vergessen. Ha! Erwischt. Ah, hier, bitte. Moment. Hier. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Klar, hier. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier, bitte. Klar. Doch, dann muss aussteigen. Wo kann er? Also bis zur nächsten Haltestelle warten. Emergency.
gemessen habe. Die Frage ist schon selber wissen, ob sie aussteigen müssen. Voll müde. Ich brauche eine Fahrkarte. Umgebungsmission haben wir erfüllt. Zumindest die Umgebungsmission haben wir erfüllt. Schaut, die ist so. Einfach und ausdrucken. Und zwar Euro 80. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die irgendwo nachlesen. Was steht denn hier so? Eine Fahrkarte bitte. Danke. Aber wahrscheinlich das mit die Fahrgäste. West Oakwood müssen wir noch machen. Sind in der Matrix. Ich muss immer noch für meine große Prüfung morgen lernen. Ja, dann mach das, Junge. Schule ist wichtig. Wenn ich einen Schwank verzögern, bin ich hier die, wo es nur da sind. Ich bin Sonderschüler. Aber ich habe 3 gelernte Berufe. Warum? Weil ich mich halt auf die Hinterfüße gestellt habe und aus meinem Leben was gemacht habe. Ich habe sogar eine staatliche Prüfung. Ja, entschuldigen Sie, Sir, bitte. Ich bin gelernter Mechaniker und ich durfte sogar in Deutschland Investmentfonds verkaufen. Die Prüfung habe ich nicht mehr gemacht. Also nur aus dem einzigen Grund, weil es mich interessiert hat. Aber deswegen, Schule ist wichtig. Wer später mal gut Geld verdienen möchte, der braucht eine gute Schulausbildung. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Nächster Halt, Seadrift Square. So, das Hospital. Seadrift Square. Haben wir wieder. Ich liebe die Nachtfahrten, die sind ein bisschen ruhig. Eine Fahrkarte bitte. Jawohl. Schrödinger ist so eine süße Katze. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten bitte. Einige? 3 Stück braucht der junge Mann. Okay, pass auf. Ich liebe meine Katze einfach so sehr. Danke. Was ist jetzt los? Okay. So. Ich hab den Verdacht, dass man da mit dem West Oakwood. Schau, den können wir jetzt gleich ausbauen. Einfache Fahrt bitte. Ich bin letzte Woche mit meinen Kindern ins Planetarium gegangen. Sie fanden es toll. So, normal. Tageskarten ohne. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine?
Weiß ich nicht. So. Forst hebt man wieder ein paar Sand, wie man Haufen mag. Junge Frau. Was für eine Hi. Nacht. Ich bin völlig... Hey! So. Hi! Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Die nächste... Vielleicht sind wir in die nächste Station ufern, dann haben wir es hoffentlich. Junge Frau mit Fahrkarten, ja. Drei Stück, 4 Euro und die 60... Danke. So. Da ist wohl jemand unterwegs eingeschlafen. Was? Ach so. Ah, macht nichts. Kontrollieren wir die Fahrkarte nur am Ende der Folge. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, ja. Einen Augenblick. Ich bin der Busfahrer, umso öfter ich sie sehen möchte. Hier, bitte. Hier ist sie. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Na klar. Sie heißt Mounty. Augenblick, sie muss doch hier irgendwo sein. Ach, was soll's. Ich habe keine Fahrkarte, tut mir leid. Hier. Moment. Ah, hier. So. Oh nein. Ich habe sie verloren. Wollen Sie die denn noch sehen? Augenblick. Da. Hier bitte. So, da, so, da, so, da, so, da. Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Täfchen zu meiner Freundin gefahren. Hat sie Sebana, gell? Irgendwann einmal steht der Busfahrer auf und kontrolliert, ob jeder was hat. Manchmal funktioniert Schwarzfahren. Aber nicht mit dem Chef selber hinterm Steuer. Ich mehr als eine. Hervorragend. So, die junge Frau kriegt eine Fahrkarte. Die Prüfung war die schwerste dieses Jahr. Danke. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Zwei Fahrkarten, zweimal einfach. Ein Spiel ist einfach interessant. Es ist einfach interessant. Aber ich nehme gerade das Gleiche. Es ist das Gleiche, als bei NTS. Es soll ja das Gleiche, aber... Ich finde den Typen im Ben schon am geilsten. Jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare hinschreiben, wer fähig der geilste Typ da im Let's Play ist. Aus Vorgast. Ob sie sich die Spül angekauft habt oder nicht, darf mich mal interessieren. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Eine Fahrkarte. Und wohin bitte. Geht's jetzt? So. Vier Euro und
die 60. Danke. Einen Einzelfahrschein, bitte. Normal. Woche. Danke. 2 Euro. Hier, da Renten in Westwood sind ziemlich anspruchsvoll, ha? Weiteren Ausbau sehr nützen. Das ist Josh Graham, der Branchensprecher und ein absoluter Outdoor-Enthusiast. Oh, und er zeigt auch sehr viel Enthusiasmus für einen Ausbau deines Busunternehmens in Angel Shores. Ich habe ein schönes Wandergebiet auf Goat Island gefunden und dachte, dass es toll wäre, wenn auch andere in den Genuss dieser Gegend kämen. Und damit es ein schönes Wandergebiet bleibt, hatte ich die Idee, dort Erdgasbusse einzusetzen. Die sind umweltfreundlicher. So, wenn es so umweltfreundlich ist, meine lieben Sportsfreunde und Rinnen, dann werden wir das wohl in der nächsten Folge dann angehen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. So, dass wenn es hier aus dem Bus-Simulator 21 weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht, Respekt, Pimp. Von respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.